Der dänische Top-Favorit Astralis hat sich zum zweiten Mal in Folge zum besten Counter-Strike-Team der Welt gekürt. Am Sonntagabend gewannen die skandinavischen Weltklasse-E-Sportler das Finale des Major-Turniers im polnischen Katowice gegen den finnischen Underdog NC E-Sports mit 2:0. Durch den Erfolg in der Best-of-3-Finalserie sicherte sich Astralis seinen insgesamt dritten Major-Titel und 500.000 US-Dollar Preisgeld. Bereits beim Major im vergangenen September in London und 2017 in Atlanta hatte Astralis am Ende triumphiert. Mit dem Sieg in Polen zogen die Dänen mit dem bisherigen Rekordkampion NetEase gleich. Zudem qualifizierten sich die Weltranglisten-Ersten und auch ENCE direkt für das zweite Major des Jahres im kommenden September in Berlin. In der Szene haben die Majors die Wertigkeit einer Weltmeisterschaft. Besonders war das Match-up des Finales in der mit 11.500 Zuschauern ausverkauften Spodek Arena, da die Finnen von ENCE vor Turnierbeginn niemand auf der Rechnung hatte. Als Nummer 17 der Weltrangliste mussten sie sich erst über die sogenannten Closed Qualifiers für das Minor Turnier qualifizieren, bei dem schließlich Tickets für das Major vergeben wurden. Dort spielte sich ENCE über alle drei Turnierphasen bis ins Finale. Dies war zuvor noch keinem Team gelungen. Aus deutscher Sicht war das erste Major des Jahres höchst enttäuschend verlaufen. Das Berliner Team WEG war bereits in der New Legends Stage, der letzten Etappe vor der Finalrunde der besten 8, ohne Sieg ausgeschieden. Platz 15 von 24 gestarteten Major-Teilnehmern verpasste WEG die direkte Qualifikation für das Heimspiel in Berlin. Punkt. WEG wird sich über die Closed Qualifiers und gegebenenfalls das Minor in die Endrunde kämpfen müssen.